Sollen wir noch mehr Holz bringen oder meinst du, dass das reicht? Das reicht fürs Erste. Forstamt Falkenau, Rombach. Hallo. Hallo. Also ehrlich, langsam finde ich dieses Spielchen ziemlich langweilig. Guten Morgen, Herr Rombach. Ja, ich schaue da morgen mal bei euch vorbei. Ja, wiedersehen. 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 Wo willst du denn noch hin? Wir essen in 5 Minuten. Jutta hat gesagt, ich soll länger noch in die Stadt. Eine schöne Weile. Also an dieses Rehragu gewöhne ich mich einfach nie. In einem Posthaushalt gibt's nun mal Wild. Also dafür, dass du es nicht magst, kochst du es ausgezeichnet, vielleicht noch einen Spritzer Essig. Sehr wohl, Herr Chefkoch. Sag mal, wer hat eigentlich vorhin angerufen? Keine Ahnung. Was heißt da keine Ahnung? Es war keiner dran. Vielleicht falsch verbunden. Wenn es das erste Mal wäre, aber langsam wird mir das zu blöd. Nicht andauernd das Totenstille am anderen Ende, wenn ich abhebe. Kinder, Essen kommen! Den Geschmack hast du jedenfalls von deinem Papa geerbt. Sag bloß, du magst kein Wildragout. Essen geht ja noch. Aber wie das riecht. Wieso, das riecht doch gut. Ein bisschen stark nach Essig, aber sonst. Na, in Wildragout gehört noch mal Essig, mein Sohn. So. Andrea, legst du bitte das Buch weg? Andrea? Ich mag nicht essen, ich habe keinen Hunger. Andrea. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Aber wenn ich nun mal keinen Bissen runterkriege, ich muss noch Mathe pauken. Gute Nacht. Gute Nacht. So, Andrea, komm. Martin? Ja. Abiturientinnen leiden nun mal überproportional an nervösen Magenbeschwerden. Die Zeit, dass sie das Abi macht, ist ja nicht mit anzusehen, wie die sich quält. Jetzt hat sie es ja bald überstanden. Ja, Jutta, komm. Danke, das reicht. So. Danke. Also, guten Appetit. Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Grüß euch alle. Hallo, Herr Pfarrer. Hallo, Herr Pfarrer. Tag, Schätzchen. Oh, ich komme aber ungelegen, was? Na, ich störe euch nicht lange. Ich wollte nur rasch Andrea sprechen. Aber du störst doch nicht. Komm, setz dich. Ist was mit uns? Ja, also setzen ja, aber essen, danke. Ich bin sehr eilig. Ich muss nachher noch bei Frau Sattler vorbeischauen und möchte auch nicht zu spät nach Hause kommen. Wo ist sie denn, die Andrea? Auf ihrem Zimmer. Sie soll doch bitte morgen bei der Frau Sattler vorbeischauen und ein bisschen mit ihr spazieren gehen, das Bett aufschütteln und so. Also, ich weiß nicht, ob Andrea das auch noch schafft. Soll ich das dann machen? Ja, möchtest du das? Ja, möchten. Aber ich mach's halt für dich. Das ist lieb, Markus. Ich komme nämlich nicht dazu. Ich muss selbst für mich einkaufen. Oma, Alter, kost mal. Das schmeckt aber sehr gut. Vielleicht noch einen Schuss Essig ran, hm? Nein? Also, Hertha, zu viel Essig ist auch nicht gut. Na ja, Gott, jeder hat seinen eigenen Geschmack. In dieser Familie wirklich. Also, denkst dran morgen, Markus, ja? Wiedersehen, guten Tschüss. Appetit. Wiedersehen. So, wiedersehen. Na, Vinzenz. Du, ich musste noch bei Frau Sattler vorbei, deshalb ist es so spät geworden. Und? Du verbreitest ja eine tolle Stimmung.
Hauptsache, du bist gut gelaunt. Ja, das bin ich auch. Das heißt, ich war es bis jetzt. Ah, also wenn ich das geahnt hätte, dann wäre ich im Forsthaus geblieben. Da gab's Wildragout. Ich möchte dich mal sehen, wenn du jeden Tag diesen Fraß da runterschlingen müsstest. Das musst du doch nicht, Vinzenz. Du kannst doch kochen. Ganz hervorragend sogar. Manchmal frage ich mich wirklich, warum wir... Warum wir was? Warum wir zusammengezogen sind? Ja, also ich habe immer geglaubt, weil wir einander mögen und gern beisammen sind, aber doch nicht, damit ich deine Haushälterin spiele. Darum und ich geht's von früh morgens bis spät abends verpäpple und umhätsche. Den ganzen Tag bist du unterwegs. Erst was deine Familie jetzt ist, Frau Sattler. Und ich sitze hier rum und schlag die Zeit tot. Ja, siehst du? Siehst du? Jetzt kommen wir nämlich langsam auf den Punkt. Du weißt mit dir nichts anzufangen, Vinzenz. Allein? Ja, was ist denn plötzlich mit dir los? Bevor wir zusammengezogen sind, hast du doch auch alles Mögliche allein unternehmen können, oder? Ich hab's mir halt ganz anders vorgestellt, unser Zusammenleben. Wie denn? Meinst du, es wäre besser, wenn wir hier zusammen in der Stube sitzen und die Stunden zählen bis zum Zubettgehen? Ich dachte, du bist gern mit mir zusammen. Das bin ich doch auch. Natürlich, Vinzenz. Aber sieh mal, ein vernünftiges Zusammenleben ist doch nur möglich, wenn jeder auch seinen eigenen Bereich hat und seine eigenen Interessen. Und wenn jeder für sich und in sich ausgeglichen ist. Dann ist es, finde ich, umso schöner, wenn man wieder mal was zusammen unternimmt oder wenn einer dem anderen erzählen kann, was er alles erlebt hat. Hm? Man muss ja nicht dauernd zusammenglucken. Du hast ja recht. Vielleicht bin ich auch nur eifersüchtig. Oh, eifersüchtig auf Frau Sattler? Na komm. Na, Vinzenz, was dir fehlt, ist eine Aufgabe, die dich ausfüllt. Meine Güte, du warst so zuversichtlich. Ich habe noch deine Worte im Ohr. Es wäre doch gelacht, wenn wir beide nicht ein neues Kapitel aufschlagen könnten. Ja, es war die Theorie, aber die Praxis sieht halt ganz anders aus. Über 40 Jahre war ich jeden Tag im Wald. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und Briefmarken sammeln oder Bierdeckel. Na also, weißt du, da wird sich ja wohl auch noch was anderes finden lassen, meinst du nicht? Ich mach dir jetzt erstmal was Ordentliches zu essen. Bei deiner derzeitigen Ernährungslage kann man ja keinen positiven Gedanken fassen. Ernst, der neue Waldarbeiter. Mein Frisbee ist da oben. Können Sie es mir bitte runterholen? Ja, ich kann es mal probieren. Ich finde keinen richtigen Tritt, ich komme da nicht drauf. Der Papa kommt da hoch, der kann das. Wo ist er denn, der Papa? Im Büro. Du, und komm ja nicht auf die Idee, da selber raufzukraxeln, ja? Du. Er traut sich nicht auf den Baum. Ja? Morgen. Tja, guten Morgen, Herr Langmann. Nu, Sie fangen doch erst morgen bei uns an. Ja, ich wollte da schon mal die Papiere vorbeibringen. Ah ja, dann schön. Wollen Sie was trinken? Ich möchte Sie wirklich nicht stören. Ja, Sie stören mich, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh, wenn mich jemand von diesem sturen Eintippen der Baumbestandslisten abhält. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Und gegen einen kleinen Begrüßungsschluck kann hier nun wirklich niemand etwas haben. So.
Zusammenarbeit. Prost. Hm. Danke. Wissen Sie was, ich nehme Sie jetzt einfach als Wink des Schicksals. Als Wink des Schicksals? Ja. Wir gehen zusammen in den Wald und ich stelle Sie Ihren Kollegen vor. Und das ist eine hervorragende Möglichkeit, um von diesem Gerät hier wegzukommen. Da bin ich wirklich für jede Ablenkung dankbar. Mhm. Und die Eike auch. Rika, was machst du denn da? Mein Frisbee ist da oben. Kannst du mir bitte runterholen? Ach, Rika, pass doch ein bisschen auf. Wie oft soll ich denn noch da hoch? Ach, bitte, Papi. Na ja, schön, komm. Ihn habe ich vorhin schon gefragt. Aber er hat Angst. Nein, aber ich habe keinen Tritt gefunden, um da raufzusteigen. Eben, ein Waldarbeiter, der sich nicht traut, auf einen Baum zu klettern. Es wird Zeit für uns. Ach ja, das ist der Langmann, unser neuer Waldarbeiter. Frau Marquardt, ich will Ihnen seinen Kollegen vorstellen. Und du solltest jetzt nicht eigentlich deine Baumbestandslisten in den Computer eintippen? Eigentlich schon. Unser lieber Herr Förster drückt sich nämlich, wo er kann, von seiner Büroarbeit. Aber das muss er selber wissen. Kommen Sie, Langmann. Ich glaube, beeil dich, jetzt müssen wir in die Schule. Marquardt? Lutz? Sag mal, hast du hier in der letzten Zeit ein paar Mal angerufen und dich nicht gemeldet? Komm, das ist doch kindisch. Was soll der Martin sich denn denken? Das ist doch eine Ewigkeit her. Wieso? Bist du in der Gegend? Ja, ich bin hier in Kübler. Ich wohne im Ochsen. Weißt du, ich musste beruflich nach Deutschland, aber nicht nur deswegen. Vor allen Dingen wollte ich dich wiedersehen. Wann können wir uns treffen? Wer sagt denn, dass ich dich treffen will? Jutta, ich habe dir eine Menge zu erzählen. Du, Lutz, ich hab's jetzt wirklich wahnsinnig eilig. Na, hör mal, ein Glas Wein wirst du doch mit mir trinken können. Meinetwegen. Heute Abend. Wer war denn das? Was beruflich jetzt? Komm, wir müssen schnell, sonst kommen wir noch zu spät. Oh. So, Frau Sattler, diese Bouillon wird Ihnen gut tun. Mm. Das duftet. Ja. Da ist auch ein Schuss Cognac drin. Ja. Das ist ein Hausrezept von meiner Mutter. Die hat immer gesagt, eine gute Bouillon bringt einen wieder zu Kräften. Die hält Leib und Seele zusammen. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, Frau Stolze. Wenn Sie sich nicht so aufopfernd um mich kümmern würden. Da reden wir doch gar nicht drüber. Ich hätte längst in ein Krankenhaus gemusst. Aber was das bedeutet... Ich brauche mir doch nur selbst vorzustellen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich plötzlich nicht mehr für mich allein sorgen könnte. Manchmal geht das schneller, als man denkt. Naja. Übrigens, ich bin gestern Abend bei meinem Spaziergang an Ihrem Fischweiher vorbeigekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es da aussieht. Naja. In die Hütte regnet's rein. Das Dach müsste mal ausgebessert werden, mindestens. Ich kann mich nicht mehr drum kümmern. Wenigstens, bis ich nicht wieder in Ordnung bin. Das ist klar. Ich hab... ja? Die Tür war offen. Ah, du bist das, Markus. Komm rein. Grüß Gott, Frau Sattler. Grüß Gott, Markus. Wieso bist du denn hier? Ich dachte, du bist beim Einkaufen. Ach so, ja, das ging heute alles viel schneller als gedacht. Aber du kannst ja trotzdem mit der Frau Sattler dann ein paar Runden ums Haus drehen. Na klar.
Jetzt essen Sie erstmal in Ruhe auf. Ach, das reicht. Vielleicht esse ich später noch weiter, danke. Ja, und dann mache ich es noch mal warm. Riefst du mal Markus? Ja. So. Geht's? Was ich vorhin sagen wollte, ich habe mir überlegt, ob nicht mein Vinzenz sich ein bisschen um Ihren Fischweiher kümmern könnte. Glauben Sie denn, dass er das will? Oh, mit der nötigen Überzeugungskraft. So, jetzt aber an die frische Luft mit euch. Bis später. Aber über den Fischweiher reden wir noch mal. Ja, ja. Ich weiß auch schon, wie ich es ihm beibringe. Rentnertätigkeit erwartet Sie bestimmt nicht, Herr Langmann. Als Waldarbeiter müssen Sie schon ganz schön hinlangen. So schwer kann die Arbeit gar nicht sein, dass ich es nicht gern machen will. Nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mich genommen haben. Das ist ein kapitaler Bursche. So, und jetzt stelle ich Sie Ihren Kollegen vor. Die bauen da oben gerade einen neuen Hochsitz auf. Ich hätte gern diesen Dachziegel. Einen? Was? Nein, natürlich mehrere. Nur ebenso wie diesen hier. Tja, kein Problem. Nicht? Das ist ein Falzziegel. Mhm. Wie viel brauchen Sie denn davon? Ja, also das Dach hätte schätzungsweise so 3 mal 5. Also 15 bis 20 Quadratmeter, würde ich sagen. Ja, wann brauchen Sie denn die Ziegel? Also am liebsten wäre es mir ja heute schon. Was, heute noch? Ja, wissen Sie, es soll nämlich eine Art Überraschung werden. Eine Überraschung? Mhm. Mit Falzziegel. Ja gut, wenn es eine Überraschung sein soll, wohin soll man denn liefern? Ja, also wenn Sie beim Forsthaus, das kennen Sie, nicht? Wenn Sie da vorbei am Waldweg... Na, kennen Sie den Fischweiher von der Frau Sattler? Ach, ist das der draußen beim sagen Sie mal's. Frauenholz. Ja, das wissen Sie bestimmt, okay. Ja. Okay, sagen wir mal 18 Uhr. 18 Uhr, ja, ist mir recht. Man kann ihn ja auch drauf verlassen. Natürlich, Sie können sich drauf verlassen. Gut. So, mein Lieber, jetzt wirst du dich nicht über Langeweile zu beklagen haben. Bitte? Bitte? Nein, ich habe nicht Sie gemeint. So. Also dann 18 Uhr, ja? Ja. Grüß Gott. Wiedersehen. Herrschaftszeiten. Was für ein Idiot hat denn die Radmutter so angezogen? Hast du keine Kraft, Koller?
musst der Knödel essen. Und das nächste Mal besser aufpassen, dass du dann jeden Nagel triffst, der da in der Gegend rumliegt. Lustig, lustig. Ach, hier, wie habt ihr denn das angefangen? Ich weiß auch nicht. So, ich wollte euch gern euren neuen Kollegen vorstellen. Ernst Langmann, er fängt morgen bei uns an. Grüß dich, ich bin der Breitkreuz. Lederer, servus. Ach, scheiß Gelumpe. Kalla, was ist denn mit Ihnen los? Der ist sauer, weil er die Radmutter nicht aufkriegt. Oder der Elf, ich bin der Ernst, servus. Kriegst du ja nicht auf, die Muttern sind so fest zu, da aus der Maschine. Tja, die anderen wollen es jetzt einmal nicht probieren. Aber ich warte dabei, ja. Der fängt ja schon gut an. Jetzt, ja? Na, schau. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so ein Spaziergang. War eine tolle Idee von dir, Hertha. Ich hab nur tolle Ideen, Vinzenz. Hertha. Du führst du was im Schild. So mir nix, dir nix, gehst du mit mir nicht spazieren. Also, was du mir immer unterstellst? Warum sollen wir nicht mal spazieren gehen? Einfach nur so. Komm, jetzt legen wir einen Schritt zu. Das ist also des Pudels Kern. Wieso des Pudels Kern? Ich habe doch gewusst, dass du nicht nur so mit mir spazieren gehst. Etwas ausruhen, oder? Also ich kann jetzt eine kleine Pause vertragen. Du etwa nicht? Ja, ja. Also komm. In dem Häuschen, das sind auch Klappstühle. Ja. Naja. Komm, gib mal. Ja, ein Kasten Bier müsste auch drin sein. Sowas entgeht mir nicht. Ist das denn nur nicht herrlich hier? Sehr schön. Was siehst du? Traumhaft ist es hier. Ach, da ist er ja. Jetzt. Da ist ein Lastwagen. Was der wohl hier will? Der hat sich sicher verfahren. Na, aber du, der hält ja hier. Ja, da. Ja, Vinzenz? Hast du den Wagen bestellt? Ich? Bin ich hier richtig? Ich habe eine Palette Dachziegel. Ja, ja, die können Sie da abladen. Hertha! Ach, mein Gott, Vinzenz. Du schau dir doch mal das Dach an. Ich habe gedacht, die paar Dachziegel, das machst du doch mit links. Du schaffst es doch immer wieder. Ja,
Guten Abend. Hallo. Martin, kannst du die Rika heute ins Bett bringen? Ja, eigentlich wollte ich in den Ochsen, der neue Waldarbeiter, gibt seinen Einstand, aber ich kann natürlich auch ein bisschen später hin. Oh ja, Papi, bring du mich heute ins Bett. Ja, Rika. Und dann liest du mir noch eine Geschichte vor. Natürlich, sonst kannst du doch nicht einschlafen. Wo willst du denn hin? Ach, ein bisschen raus. Ja, mir fällt zurzeit die Decke auf den Kopf. Und das fällt dir gerade jetzt ein? Ja, es fällt mir gerade jetzt ein. Regalein, kannst du schon mal hochgehen ins Bad? Ich komme gleich nach. Jutta, du hast doch was. Darf man hier keine spontanen Einfälle mehr haben, oder was? Entschuldige, aber wenn man Familie hat, dann ist der Spielraum für Spontaneität natürlich etwas kleiner. Ich merke das schon seit einiger Zeit, dass irgendwas mit dir ist. Willst du jetzt eine Grundsatzdiskussion anfangen? Nur weil ich einmal für eine Stunde hier raus will. Merkst du nicht, wie kindisch das ist? Hast du dir auch schön die Zähne geputzt? Ganz fest. Prima. So, was für eine Geschichte möchtest du heute hören? Das doppelte Lottchen, aber zuerst muss ich noch mal Diktat unterschreiben. Wieso soll ich dann unterschreiben? Jutta ist doch deine Lehrerin. Aber eben, sie kann aber nicht unterschreiben und korrigieren zugleich, hat sie jedenfalls gesagt. Stimmt auch wieder. Ist doch schön. Sag mal, Papi, wieso ist Jutta in letzter Zeit so komisch? Wie kommst du denn darauf? Früher war sie ganz anders. Ach, da täuschst du dich, Rika. Jutta ist wie immer. Sie ist vielleicht ein bisschen überarbeitet, aber das geht vorbei. So, und jetzt zu deiner Geschichte, das doppelte Lottchen. Also, kennt ihr eigentlich Seebühl? Nee. Das Gebirgsdorf Seebühl? Nein. Seebühl am Bühlsee? Nein. Nein. Nicht? Mhm. Mensch, Jutta, toll, dich wiederzusehen. Hallo, Lutz. Sich überhaupt nicht verändert. Soll das ein Kompliment sein? Ja, natürlich. Warum? Nein, wenn man sich in 2 Jahren überhaupt nicht weiterentwickelt. Entschuldige, so habe ich das natürlich nicht gemeint. Ich habe immer noch Herzklopfen, wenn ich dich sehe. Wie früher. Gehen wir ein Stück? Na gut, denkt der alte silberne Mond. Da kann ich ja beruhigt untergehen. Und das tut er dann auch. Ich habe damals einen Fehler gemacht. Und ich habe ihn 1000 Mal bereut.
Ich hab's keine Sekunde bereut, dass ich damals von dir weg bin. Im Gegenteil. Aber jetzt ist alles anders. Ich habe mir in Kenia eine schöne Existenz aufgebaut. Heute hier und morgen da, sowas gibt's nicht mehr. Glaubst du wirklich, du kannst einfach hier so aufkreuzen und sagen, jetzt ist alles anders und dann ist alles vergessen, was war? Du sollst nicht vergessen, du sollst mir verzeihen. Dass ich damals gesagt habe, ich sei nicht verheiratet, war natürlich eine Riesendummheit. Aber inzwischen bin ich geschieden. Damals war eben damals und heute ist heute. Aber wir könnten doch noch mal von vorn anfangen. Das Leben hier, das ist doch nichts für dich. Willst du Försterin werden? Ich bitte dich, vergiss alles, was war und komm mit mir. Lutz, so einfach geht das doch nicht. Hab lang genug gebraucht, bis ich drüber weggekommen bin. Ich habe mich hier eingewöhnt. Fühle mich wohl hier. Ich habe hier Verantwortung. Ich bin glücklich hier. Und das lasse ich mir von dir nicht kaputt machen. Marvin. Marvin. Ja, Herr Rombach. Hey, Chef. Grüß Sie, Herr Rombach. Ja. Der Lehnt, dass du noch vorbeischauen. Ja, ja. Bringen Sie was mit? Bier, Schnaps? Nein, nur ein Bier, bitte. Wird der Bier für unseren Chef? Ich bin sicher, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden. Und wenn es irgendwann einmal irgendwelche Probleme geben sollte. Ich bin immer für meine Leute da. Zum Wohl. Danke sehr. Prost, Benno. Ja, ja. Prost. Herzlich willkommen. Prost, Benno, Vater. Schläfst du schon? Ich bin wirklich sehr müde, Martin. Meinst du nicht, wir sollten endlich mal miteinander reden? Martin. Weiß, dass dir einiges komisch vorkommen wird, aber bitte gib mir Zeit. Ich muss erst mit mir selber ins Reine kommen. Jutta, in einer Beziehung, die funktioniert, da muss nicht jemand für sich allein was in die Reihe kriegen. Das müssen wir gemeinsam tun. Aber in diesem Fall nicht, weil nur mich meine Vergangenheit einholt. Gute Nacht, Martin. Sieht aus, als kriegst du Besuch. Bei der Bank. Hallo.
Gut, Herr Bieler, Sie wollen zum Markus. Danke. Nein, eigentlich nicht. Ich brauche ein paar Bretter. Warum nicht? Da sind wir noch da. Aber wir wollen es ins Holz wegkriechen. Kein Problem. Ich habe mir einen Wagen angeschafft. Bei höchste Zeit. Du, Markus, kannst du mir heute nach der Arbeit helfen? Hertha hat mir Dachdeckerarbeiten bei Frau Sattlers Fischerhütte aufs Auge gedrückt. Ja, klar, kein Problem. Dankeschön. Bist ein guter Kerl, Markus. Also, wollen wir mal. Ernst, bring mir ein paar Nägel auf. Da hinten sind sie im Kistl. Wieso ich? Bin da unten beschäftigt. Soll ich vielleicht deswegen extra runterkommen? Sag mal, Ernst, du hast doch nicht etwas Schiss, da rauf zu klettern, hä? Blödsinn. Was soll denn das machen? Warte, ich bring dir gleich die Nägel. Ein Kerl wie ein Baum und traut sich nicht auf den Hochsitz zu klettern. Du, wer Radmuttern aufkriegt, die ihn nicht losbringt, der kann auch da raufsteigen. Außer er hat Schiss. Komm, hör auf, Kolla. Ja, sag doch, dass du dich nicht traust. Mensch, Ernst, das ist doch nicht so tragisch, wenn du dich nicht den Aufsteigen traust. So ein Schmarrn. Traum wären wir nicht. Reicht's aber! Komm runter! Geh ernst! Geh wieder runter, das war doch nur Spaß! Hat es das sein müssen? Ein Notarzt, schnell! Schafft das wohl die nicht. Und verständige auch gleich den Rumbach! Ja. Kriegen wir noch Zeit. Na, lass einen linken Fleck oder was am Rücken. Grüß Gott, bitte, wo ist die Notaufnahme? Die Notaufnahme ist da drüben. Danke sehr. Ja, Koller, wissen Sie schon was? Was hat der Arzt gesagt? Schwere Gehirnerschütterung. Mindestens. Mein Gott, wie konnte das denn passieren? Ich bin schuldig. Ich hätte niemals zulassen dürfen, dass der auf den Hochstand steigt. Und noch dazu, wo wir alle gewusst haben, dass er Höhenangst hat. Ich habe ihn provoziert. Herr Doktor, wie geht's ihm denn? Sind Sie ein Angehöriger? Nein, nein, ich bin sein Vorgesetzter. Das war ein Arbeitsunfall. Ach so. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung. Gott sei Dank kein Schädelbruch. Wir müssen circa eine Woche zur Beobachtung hier behalten. Ja, dann können wir irgendetwas für ihn tun? Wird alles für ihn getan. Am besten, Sie fahren jetzt nach Hause. Danke. Ich hoffe, das wird für die Zukunft eine Lehre für Sie sein. Was machst du denn da? Das siehst du doch. Warum verbrennst du denn die Fotos? Das kannst du jetzt noch nicht verstehen. Das erkläre ich dir mal, wenn du größer bist. Immer bin ich zu klein. Forsthaus Falkenau, Marquardt? Das passt mir sehr gut. Ich muss dich nämlich auch sprechen. Na, das sage ich dir dann, wenn wir uns sehen. Hm?
glaube, das reicht jetzt. Was ist denn los? Nichts. Komm ich jetzt hoch und mach die andere Seite drüben. Ja, bleib unten, räum erstmal auf. Ja. Dein Papa zu Hause? Im Büro. Springst du mit einem Seil? Ach, weißt du, zum Seil hüpfen bin ich schon ein bisschen zu alt. Außerdem muss ich mit deinem Papa was besprechen. Oh. Herr Wein? Grüß dich, Martin. Ja, grüß dich, Wendy. Stell dich? Du störst nie, komm rein, setz dich. Ach, dieser Papierkram. Aber wem sage ich das? Willst du was trinken? Nein, danke. Was ist da mit dir los? Martin, du weißt, dass ich nicht zu den Leuten gehöre, die tratschen. Und ich glaube auch, wir sind echte Freunde geworden, seit wir uns so richtig kennen. Ja, und unter guten Freunden ist es manchmal notwendig, dass man auch über etwas Unangenehmes spricht. Ja, und deswegen bin ich hier. Was ist denn? Wir sollten mal miteinander reden. Genau das wollte ich auch mit dir reden. Ich war in der letzten Zeit ziemlich durcheinander, das hast du ja selber gemerkt. Ich habe mich benommen. Ich könnte beinahe über mich selber lachen. Noch lachen? Ist mir eigentlich nicht zumute. Wenn ich dir sage, um was es geht. Ich weiß, um was es geht, Jutta. Du hast dich mit deinem Mann getroffen. Mit einem Mann getroffen. Wie sich das anhört. Ja, ich habe einen alten Freund getroffen. Lutz Kehrmann. Ja, ja, ich weiß. Man hat euch gesehen. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist für mich das da. Ich habe sie verbrannt, weil sie für mich nicht mehr wichtig sind. Es ist endgültig vorbei. Du hast sie heute verbrannt, Jutta, weil der Mann auf diesen Fotos hier ist. Martin, du weißt doch, dass ich mal in Kenia gelebt habe. Und da habe ich ihn kennengelernt. Aber das war eine vollkommen andere Situation als heute. Das war die große, weite Welt. Das war aufregend. Das war... Martin, aber das war längst vorbei, bevor ich dich kennengelernt habe. Du glaubst mir doch. Oder? Und jetzt bist du hier in der kleinen Welt, die nicht aufregend ist. Du willst mich überhaupt nicht verstehen. Doch, ich verstehe dich sehr gut. Jetzt kommt dann bestimmt noch der Satz, dass ihr nur gute Freunde geblieben seid, dass nichts mehr ist zwischen euch. Ja, genau. Genau so ist es. Das Ganze war ein Abenteuer, mehr nicht. Ein Abenteuer, mehr nicht. Ja, ein Abenteuer. Ja, auf jeden Fall nicht die große Liebe. Du brauchst gar nicht so laut zu werden. Ich verstehe dich sehr gut. Mein Gott, ich war halt fasziniert von der Umgebung, in der er gelebt hat und wie er aufgetreten ist. Aber ich habe mich damals von ihm getrennt. Und heute habe ich ihm gesagt, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Martin,
Das war wirklich längst vorbei, als ich dich kennengelernt habe. Nur, dass er eben jetzt wieder aufgetaucht ist. Zufällig. Ja, zufällig. Jedenfalls, ich habe ihm klargemacht, dass ich mich für dich entschieden habe. Für die Kinder. Für Falkenau. Jutta, glaubst du wirklich, dass du hier glücklich sein wirst? Martin, ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Ich habe gesagt, dass ich mich für dich entschieden habe. Ja, schon gut, nur ich habe dich beobachtet, Jutta. Ich habe mich auch sehr oft gefragt, ob wir wirklich zusammenpassen. Aber dann jetzt dein Verhalten, als dieser Freund hier aufgetaucht ist. Erst Kenia und dann hier ein eher geruhsames und bürgerliches Försterleben. Martin, ich habe doch zugegeben, dass ich mich falsch verhalten habe. Du, so würde ich das nicht nennen. Ich glaube, und das glaube ich wirklich, also vom Verstand her möchtest du vielleicht hierbleiben, aber gefühlsmäßig, also vom Gefühl her, bist du näher bei ihm und in seiner Welt. Nein, Martin. Wir beide. Wir gehören doch zusammen. Ach, du hast mir doch erst gestern gesagt, dass dir hier die Decke auf den Kopf fällt. Sag mir doch nicht, dass du das erste Mal das Gefühl hattest. Ich habe das verdammte Gefühl, dass ich ein Klotz an deinem Bein bin. Entschuldige. Heißt es, dass du mir... Dass ich dir nicht im Weg sein will. Martin. Dass ich will, dass du glücklich wirst, Jutta. Wirklich glücklich. Und das kann man nicht erzwingen. Das muss von hier kommen. Und du weißt genau, dass ich recht habe. Thank you.
Grüß dich. Ich bin die Rika. Ich bin Ernst, der neue Waldarbeiter. Mein Frisbee ist da oben. Können Sie es mir bitte runterholen? Ja, ich kann es mal probieren. Ich finde keinen richtigen Tritt, ich komme da nicht drauf. Der Papa kommt da hoch, der kann das. Wo ist er denn, der Papa? Im Büro. Du, und komm ja nicht auf die Idee, da selber raufzukraxeln, ja? Du. Er traut sich nicht auf den Baum. Ja? Morgen. Tja, guten Morgen, Herr Langmann. Nun, Sie fangen doch erst morgen bei uns an. Ja, ich wollte Ihnen schon mal die Papiere vorbeibringen. Ah ja, dann schön. Wollen Sie was trinken? Ich möchte Sie wirklich nicht stören. Sie stören mich, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh, wenn mich jemand von diesem sturen Eintippen der Baumbestandslisten abhält. Nehmen Sie doch Platz. Und gegen einen kleinen Begrüßungsschluck kann hier nun wirklich niemand etwas haben. Zusammenarbeit. Prost. Danke. Wissen Sie was? Ich nehme Sie jetzt einfach als Wink des Schicksals. Als Wink des Schicksals? Ja. Wir gehen zusammen in den Wald und ich stelle Sie Ihren Kollegen vor. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, um von diesem Gerät hier wegzukommen. Da bin ich wirklich für jede Ablenkung dankbar. Und die Eike auch. Rika, was machst du denn da? Mein Frisbee ist da oben. Kannst du mir bitte runterholen? Ach, Rika, pass doch ein bisschen auf. Wie oft soll ich da noch da hoch? Ach, bitte, Papi. Na ja, schön, komm. Ihn habe ich vorhin schon gefragt. Aber er hat Angst. Nein, aber ich habe keinen Tritt gefunden, um da raufzusteigen. Eben, ein Waldarbeiter, der sich nicht traut, auf einen Baum zu klettern. Es wird Zeit für uns. Ach ja, das ist der Langmann, unser neuer Waldarbeiter. Frau Marquardt, ich will Ihnen seinen Kollegen vorstellen. Und du solltest jetzt nicht eigentlich deine Baumbestandslisten in den Computer eintippen? Eigentlich schon. Unser lieber Herr Förster drückt sich nämlich, wo er kann, von seiner Büroarbeit. Aber das muss er selber wissen. Kommen Sie, Langmann. Marquardt? Lutz? Sag mal, hast du hier in der letzten Zeit ein paar Mal angerufen und dich nicht gemeldet? Komm, ist doch kindisch. Was soll der Martin sich denn denken? Komm, Lutz, das ist doch eine Ewigkeit her. Wieso? Bist du in der Gegend?
Sollen wir noch mehr Holz bringen, oder wenn es das reicht? Das reicht fürs Erste. Forst am Falkenau, Rombach. Hallo. Hallo. Also ehrlich, langsam finde ich dieses Spielchen ziemlich langweilig. Guten Morgen, Herr Rombach. Ja, ich schaue da morgen mal bei euch vorbei. Ja, wiedersehen. 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 Wo willst du denn noch hin? Wir essen in 5 Minuten. Jutta hat gesagt, ich soll länger noch in die Stadt. Eine schöne Weile. Also an dieses Reh-Ragout gewöhne ich mich einfach nie. In einem Forsthaushalt gibt's nun mal Wild. Also dafür, dass du's nicht magst, kochst du's ausgezeichnet, vielleicht noch einen Spritzer Essig. Sehr wohl, Herr Chefkoch. Sag mal, wer hat eigentlich vorhin angerufen? Keine Ahnung. Was heißt da keine Ahnung? Es war keiner dran. Vielleicht falsch verbunden. Wenn es das erste Mal wäre, aber langsam wird mir das zu blöd. Nicht andauernd das Totenstille am anderen Ende, wenn ich abhebe. Kinder, Essen kommen! Den Geschmack hast du jedenfalls von deinem Papa geerbt. Sag bloß, du magst kein Wildragout. Essen geht ja noch. Aber wie das riecht. Mmh. Wieso, das riecht doch gut. Ein bisschen stark nach Essig, aber sonst. Na, in Wildragout gehört noch mal Essig, mein Sohn. So. Andrea, legst du bitte das Buch weg. Andrea. Ich mag nicht essen, ich habe keinen Hunger. Andrea. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Aber wenn ich nun mal keinen Bissen runterkriege, ich muss noch Mathe pauken. Gute Nacht. Gute Nacht. So, Andrea, komm. Martin. Ja. Abiturientinnen leiden nur mal überproportional an einer nervösen Magenbeschwerde. Die Zeit, dass sie das Abi macht, ist ja nicht mit anzusehen, wie die sich quält. Jetzt hat sie es ja bald überstanden. Ja, Jutta, komm. Danke, das reicht. So. Danke. Also, guten Appetit. Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Grüß euch alle. Hallo, Herr Pfarrer. Hallo, Herr Pfarrer. Tag, Schätzchen. Oh, ich komme aber ungelegen, was? Na, ich störe euch nicht lange. Ich wollte nur rasch Andrea sprechen. Aber du störst doch nicht. Komm, setz dich. Ist was mit uns? Ja, also setzen ja, aber essen, danke. Ich bin sehr eilig. Ich muss nachher noch bei Frau Sattler vorbeischauen und möchte auch nicht zu spät nach Hause kommen. Wo ist sie denn, die Andrea? Auf ihrem Zimmer. Sie soll doch bitte morgen bei der Frau Sattler vorbeischauen und ein bisschen mit ihr spazieren gehen, das Bett aufschütteln und so. Also, ich weiß nicht, ob Andrea das auch noch schafft. Soll ich das dann machen? Ja, möchtest du das? Ja, möchten. Aber ich mach's halt für dich. Das ist lieb, Markus. Ich komme nämlich nicht dazu. Ich muss selbst für mich einkaufen. Oma, Alter, kost mal. Mmh, das schmeckt aber sehr gut. Vielleicht noch einen Schuss Essig ran, hm? Nein? Also, Hertha, zu viel Essig ist auch nicht gut. Na ja, Gott, jeder hat seinen eigenen Geschmack. In dieser Familie wirklich. Also, denkst dran morgen, Markus, ja? Wiedersehen. Guten Tschüss. Appetit. Wiedersehen. So, wiedersehen. Na, Vinzenz. Du, ich musste noch bei Frau Sattler vorbei, deshalb ist es so spät geworden. Und? Du verbreitest ja eine tolle Stimmung.
Hauptsache, du bist gut gelaunt. Ja, das bin ich auch. Das heißt, ich war es bis jetzt. Ah, also wenn ich das geahnt hätte, dann wäre ich im Forsthaus geblieben. Da gab's Wildragout. Ich möchte dich mal sehen, wenn du jeden Tag diesen Fraß da runterschlingen müsstest. Das musst du doch nicht, Vinzenz. Du kannst doch kochen. Ganz hervorragend sogar. Manchmal frage ich mich wirklich, warum wir... Warum wir was? Warum wir zusammengezogen sind? Ja, also ich habe immer geglaubt, weil wir einander mögen und gern beisammen sind, aber doch nicht, damit ich deine Haushälterin spiele. Darum und ich geht's von früh morgens bis spät abends verpäpple und umhätsche. Den ganzen Tag bist du unterwegs. Erst was deine Familie jetzt ist, Frau Sattler. Und ich sitze hier rum und schlag die Zeit tot. Ja, siehst du? Siehst du? Jetzt kommen wir nämlich langsam auf den Punkt. Du weißt mit dir nichts anzufangen, Vinzenz. Allein? Ja, was ist denn plötzlich mit dir los? Bevor wir zusammengezogen sind, hast du doch auch alles Mögliche allein unternehmen können, oder? Ich hab's mir halt ganz anders vorgestellt, unser Zusammenleben. Wie denn? Meinst du, es wäre besser, wenn wir hier zusammen in der Stube sitzen und die Stunden zählen bis zum Zubettgehen? Ich dachte, du bist gern mit mir zusammen. Das bin ich doch auch. Natürlich, Vinzenz. Aber sieh mal, ein vernünftiges Zusammenleben ist doch nur möglich, wenn jeder auch seinen eigenen Bereich hat und seine eigenen Interessen. Und wenn jeder für sich und in sich ausgeglichen ist. Dann ist es, finde ich, umso schöner, wenn man wieder mal was zusammen unternimmt oder wenn einer dem anderen erzählen kann, was er alles erlebt hat. Hm? Man muss ja nicht dauernd zusammenglucken. Du hast ja recht. Vielleicht bin ich auch nur eifersüchtig. Oh, eifersüchtig auf Frau Sattler? Na komm. Na, Vinzenz, was dir fehlt, ist eine Aufgabe, die dich ausfüllt. Meine Güte, du warst so zuversichtlich. Ich habe noch deine Worte im Ohr. Es wäre doch gelacht, wenn wir beide nicht ein neues Kapitel aufschlagen könnten. Ja, es war die Theorie. Aber die Praxis sieht halt ganz anders aus. Über 40 Jahre war ich jeden Tag im Wald. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und Briefmarken sammeln oder Bierdeckel. Na also, weißt du, da wird sich ja wohl auch noch was anderes finden lassen, meinst du nicht? Ich mach dir jetzt erstmal was Ordentliches zu essen. Bei deiner derzeitigen Ernährungslage kann man ja keinen positiven Gedanken fassen. Das ist ein kapitaler Bursche. So, und jetzt stelle ich Sie Ihren Kollegen vor. Die bauen da oben gerade einen neuen Hochsitz auf. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte gern diesen Dachziegel. Einen? Was? Nein, natürlich mehrere. Nur ebenso wie diesen hier. Ja, kein Problem. Nicht? Das ist ein Falzziegel. Mhm. Wie viel brauchen Sie denn davon? Ja, also das Dach hätte schätzungsweise so 3 mal 5. Also 15 bis 20 Quadratmeter, würde ich sagen. Ja, wann brauchen Sie denn die Ziegel? Also am liebsten wäre es mir ja heute schon. Was, heute noch? Ja, wissen Sie, es soll nämlich eine Art Überraschung werden. Eine Überraschung? Mhm. Mit Falzziegel?
Na gut, wenn es eine Überraschung sein soll, wohin soll man denn liefern? Ja, also wenn Sie beim Forsthaus, das kennen Sie, nicht? Wenn Sie da vorbei am Waldweg. Na, kennen Sie den Fischweiher von der Frau Sattler? Ach, ist das der draußen beim. Sagen Sie mal. Frauenholz. Ja, das wissen Sie bestimmt. Okay, ja. Sagen wir mal 18 Uhr. 18 Uhr, ja, ist mir recht. Man kann ihn mir auch drauf verlassen. Natürlich, Sie können sich drauf verlassen. Gut. So, mein Lieber, jetzt wirst du dich nicht über Langeweile zu beklagen haben. Bitte? Bitte? Nein, ich habe nicht Sie gemeint. So. Also dann 18 Uhr, ja? Ja. Grüß Gott. Wiedersehen. Herrschaftszeiten. Was für ein Idiot hat denn die Radmutter so angezogen? Hast keine Kraft, Koller. Musst der Knödel essen. Und das nächste Mal besser aufpassen, dass du dann jeden Nagel triffst, der da in der Gegend rumliegt. Lustig, lustig. Ach, hier, wie habt ihr denn das angefangen? Ich weiß auch nicht. So. Ich wollte euch gern euren neuen Kollegen vorstellen. Ernst Langmann, er fängt morgen bei uns an. Grüß dich, ich bin der Breitkreuz. Lederer, servus. Ach, scheiß Gelumpe. Herr Koller, was ist denn mit Ihnen los? Der ist sauer, weil er die Radmutter nicht aufkriegt. Oder der Effi, ich bin der Ernst, servus. Kriegst du ja nicht auf, die Muttern sind so fest zu, da aus der Maschine. Tja, die anderen kannst du jetzt einmal nicht probieren. Aber ich warte dabei, ja. Der fängt ja schon gut an. Jetzt, ja? Na, schau. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, so ein Spaziergang. War eine tolle Idee von dir, Hertha. Ich hab nur tolle Ideen, Vinzenz. Hertha. Du führst du was im Schild. So, mir nix, dir nix, gehst du mit mir nicht spazieren. Also, was du mir immer unterstellst? Warum sollen wir nicht mal spazieren gehen? Einfach nur so. Komm, jetzt legen wir einen Schritt zu. Ja, ich bin Jörn Kübler. Ich wohne im Ochsen. Weißt du, ich musste beruflich nach Deutschland, aber nicht nur deswegen. Vor allen Dingen wollte ich dich wiedersehen. Wann können wir uns treffen? Wer sagt denn, dass ich dich treffen will? Jutta, ich habe dir eine Menge zu erzählen. Du, Lutz, ich hab's jetzt wirklich wahnsinnig eilig. Na, hör mal, ein Glas Wein wirst du doch mit mir trinken können. Meinetwegen. Heute Abend. Wer war denn das? Was beruflich jetzt? Komm, wir müssen schnell, sonst kommen wir noch zu spät. Oh. So, Frau Sattler, diese Bouillon wird Ihnen gut tun. Mm. Das duftet. Da ist auch ein Schuss Cognac drin. Ja. Das ist ein Hausrezept von meiner Mutter. Die hat immer gesagt, eine gute Bouillon bringt einen wieder zu Kräften. Die hält Leib und Seele zusammen. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, Frau Starze. Wenn Sie sich nicht so aufopfernd um mich kümmern würden, da reden wir doch gar nicht drüber. Ich hätte längst in ein Krankenhaus gemusst. Aber was das bedeutet? Ich brauche mir doch nur selbst vorzustellen, wie ich mich fühlen würde, wenn ich plötzlich nicht mehr für mich allein sorgen könnte. Manchmal geht das schneller, als man denkt. Naja. Übrigens, ich bin gestern Abend bei meinem Spaziergang an Ihrem Fischweiher vorbeigekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie es da aussieht. Naja. In die Hütte regnet's rein. Das Dach müsste mal ausgebessert werden, mindestens. Ich kann mich nicht mehr drum kümmern. Wenigstens, bis ich nicht wieder in Ordnung bin. Das ist klar. Ich hab... ja? Die Tür war offen. Ah, du bist das, Markus. Komm rein. Grüß Gott, Frau Sattler. Grüß Gott, Markus. Wieso bist du denn hier? Ich dachte, du bist beim Einkaufen. Ach so, ja, das ging heute alles viel schneller als gedacht.
Aber du kannst ja trotzdem mit der Frau Sattler dann ein paar Runden ums Haus drehen. Na klar. Jetzt essen Sie erstmal in Ruhe auf. Ach, das reicht. Vielleicht esse ich später noch weiter, danke. Ja, und dann mache ich es noch mal warm. Hilfst du mal, Markus? Ja. So. Geht's? Ja. Was ich vorhin sagen wollte, ich habe mir überlegt, ob nicht mein Vinzenz sich ein bisschen um Ihren Fischweiher kümmern könnte. Glauben Sie denn, dass er das will? Oh, mit der nötigen Überzeugungskraft. So, jetzt aber an die frische Luft mit euch. Bis später. Aber über den Fischweiher reden wir noch mal. Ja, ja. Ich weiß auch schon, wie ich es ihm beibringe. Rentnertätigkeit erwartet Sie bestimmt nicht, Herr Langmann. Als Waldarbeiter müssen Sie schon ganz schön hinlangen. So schwer kann die Arbeit gar nicht sein, dass ich es nicht gern machen will. Nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mich genommen haben. Ja. Eine tolle Idee von dir, Hertha. Ich habe nur tolle Ideen, Vinzenz. Hertha. Du führst du was im Schild. So mir nix, dir nix, gehst du mit mir nicht spazieren. Also, was du mir immer unterstellst? Warum sollen wir nicht mal spazieren gehen? Einfach nur so. Komm, jetzt legen wir einen Schritt zu. Des Pudels Kern. Wieso des Pudels Kern? Ich habe doch gewusst, dass du nicht nur so mit mir spazieren gehst. Etwas ausruhen, oder? Also, ich kann jetzt eine kleine Pause vertragen. Du etwa nicht? Ja, ja. Also, komm. Das sind auch Klappstühle. Ja, ja. Komm, gib mal. Hier, nee. Ein Kasten Bier müsste auch drin sein. Sowas entgeht mir nicht. Ist das denn nur nicht herrlich hier? Sehr schön. Was siehst du? Traumhaft ist es hier. Ach, da ist er ja. Jetzt ist er. Da ist ein Lastwagen. Was der wohl hier will? Der hat sich sicher verfahren. Na, aber du, der hält ja hier.
Ja, Vincent? Hast du den Wagen bestellt? Ich? Bin ich hier richtig? Ich habe eine Palette Dachziegel. Ja, ja, die können Sie da abladen. Hertha! Ach, mein Gott, Vincent. Ich weiß, ich habe damals einen Fehler gemacht. Und ich habe ihn tausendmal bereut. Ich habe es keine Sekunde bereut, dass ich damals von dir weg bin. Im Gegenteil. Aber jetzt ist alles anders. Ich habe mir in Kenia eine schöne Existenz aufgebaut. Heute hier und morgen da, sowas gibt's nicht mehr. Glaubst du wirklich, du kannst einfach hier so aufkreuzen und sagen, jetzt ist alles anders und dann ist alles vergessen, was war? Du sollst nicht vergessen, du sollst mir verzeihen. Dass ich damals gesagt habe, ich sei nicht verheiratet, war natürlich eine Riesendummheit. Aber inzwischen bin ich geschieden. Damals war eben damals und heute ist heute. Aber wir könnten doch noch mal von vorn anfangen. Das Leben hier, das ist doch nichts für dich. Willst du Försterin werden? Ich bitte dich, vergiss alles, was war und komm mit mir. Lutz, so einfach geht das doch nicht. Ich hab lang genug gebraucht, bis ich drüber weggekommen bin. Ich hab mich hier eingewöhnt. Fühl mich wohl hier. Ich hab hier Verantwortung. Ich bin glücklich hier. Und das lasse ich mir von dir nicht kaputt machen. Marvin. Marvin. Ja, Herr Rombach. Grüß Gott, Herr Rombach. Ja. Sehr nett, dass du noch vorbeischauen. Ja, ja. Trinken wir was mit? Bier, Schnaps? Nein, nur ein Bier, bitte. Wird ein Bier für unseren Chef? Ich bin sicher, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden. Und wenn es irgendwann einmal irgendwelche Probleme geben sollte. Ich bin immer für meine Leute da. Zum Wohl. Danke sehr. Prost, Benno. Ja, ja. Prost. Herzlich willkommen. Prost, Benno. Was ich vorhin sagen wollte, ich habe mir überlegt, ob nicht mein Vinzenz sich ein bisschen um Ihren Fischweiher kümmern könnte. Glauben Sie denn, dass er das will? Oh, mit der nötigen Überzeugungskraft. So, jetzt aber an die frische Luft mit euch. Bis später. Schön. Aber über den Fischweiher reden wir nochmal. Ja, ja. Ich weiß auch schon, wie ich es ihm beibringe. Rentnertätigkeit erwartet Sie bestimmt nicht, Herr Langmann. Als Waldarbeiter müssen Sie schon ganz schön hinlangen. So schwer kann die Arbeit gar nicht sein, dass ich es nicht gern machen will. Nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit kann ich gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mich genommen haben. Thank you.
Sie, Walter. Das ist ein kapitaler Bursche. So. Und jetzt stelle ich Sie Ihren Kollegen vor. Die bauen da oben gerade einen neuen Hochsitz auf. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte gern diesen Dachziegel. Einen? Was? Nein, natürlich mehrere. Nur eben. Na, Vinzenz. Du, ich musste noch bei Frau Sattler vorbei, deshalb ist es so spät geworden. Und? Du verbreitest ja eine tolle Stimmung. Hauptsache, du bist gut gelaunt. Ja, das bin ich auch. Das heißt, ich war es bis jetzt. Ah, also wenn ich das geahnt hätte, dann wäre ich im Forsthaus geblieben. Da gab's Wildragout. Ich möchte dich mal sehen, wenn du jeden Tag diesen Fraß da runterschlingen müsstest. Das musst du doch nicht, Vinzenz. Du kannst doch kochen. Ganz hervorragend sogar. Ja, manchmal frage ich mich wirklich, warum wir... Warum wir was? Warum wir zusammengezogen sind? Ja, also ich habe immer geglaubt, weil wir einander mögen und gern beisammen sind, aber doch nicht, damit ich deine Haushälterin spiele. Darum und ich von früh morgens bis spät abends verpäpple und umhätsche. Den ganzen Tag bist du unterwegs. Erst was deine Familie jetzt ist, Frau Sattler. Und ich sitze hier rum und schlag die Zeit tot. Ja, siehst du? Siehst du? Jetzt kommen wir nämlich langsam auf den Punkt. Du weißt mit dir nichts anzufangen, Vinzenz. Allein? Was ist denn plötzlich mit dir los? Bevor wir zusammengezogen sind, hast du doch auch alles Mögliche allein unternehmen können, oder? Ich hab's mir halt ganz anders vorgestellt, unser Zusammenleben. Wie denn? Meinst du, es wäre besser, wenn wir hier zusammen in der Stube sitzen und die Stunden zählen bis zum Zubettgehen? Ich dachte, du bist gern mit mir zusammen. Das bin ich doch auch. Natürlich, Vinzenz. Aber sieh mal, ein vernünftiges Zusammenleben ist doch nur möglich, wenn jeder auch seinen eigenen Bereich hat und seine eigenen Interessen. Und wenn jeder für sich und in sich ausgeglichen ist. Dann ist es, finde ich, umso schöner, wenn man wieder mal was zusammen unternimmt oder wenn einer dem anderen erzählen kann, was er alles erlebt hat. Hm? Man muss ja nicht dauernd zusammenglucken. Du hast ja recht. Vielleicht bin ich auch nur eifersüchtig. Oh, Eifersucht auf Frau Sattler? Na komm. Nein, Vinzenz, was dir fehlt, ist eine Aufgabe, die dich ausfüllt. Meine Güte, du warst so zuversichtlich. Ich habe noch deine Worte im Ohr. Es wäre doch gelacht, wenn wir beide nicht ein neues Kapitel aufschlagen könnten. Ja, es war die Theorie, aber die Praxis sieht halt ganz anders aus. Über 40 Jahre war ich jeden Tag im Wald. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und Briefmarken sammeln oder Bierdeckel. Na also, weißt du, da wird sich ja wohl auch noch was anderes finden lassen, meinst du nicht? Ich mach dir jetzt erstmal was Ordentliches zu essen. Bei deiner derzeitigen Ernährungslage kann man ja keinen positiven Gedanken fassen. Vielleicht bin ich auch nur eifersüchtig. Oh, eifersüchtig auf Frau Sattler? Na komm. Nein, Vinzenz, was dir fehlt, ist eine Aufgabe, die dich ausfüllt. Meine Güte, du warst so zuversichtlich. Ich hab noch deine Worte im Ohr. Es wäre doch gelacht, wenn wir beide nicht ein neues Kapitel aufschlagen könnten. Ja, es war die Theorie, aber die Praxis sieht halt ganz anders aus. Über 40 Jahre war ich jeden Tag im Wald. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und Briefmarken sammeln oder Bierdeckel. Na also, weißt du, da wird sich ja wohl auch noch was anderes finden lassen, meinst du nicht? Ich mach dir jetzt erstmal was Ordentliches zu essen. Bei deiner derzeitigen Ernährungslage kann man ja keinen positiven Gedanken fassen. Thank you.
Hallo Sie. Können Sie mir bitte helfen? Grüß dich. Ich bin die Rika. Ich bin Ernst, der neue Waldarbeiter. Mein Frisbee ist da oben. Können Sie es mir bitte runterholen? Ja, ich kann es mal probieren. Ich finde keinen richtigen Tritt, ich komme da nicht drauf. Der Papa kommt da hoch, der kann das. Wo ist er denn, der Papa? Im Büro. Du, und komm ja nicht auf die Idee, da selber raufzukraxeln, ja? Du. Der traut sich nicht auf den Baum. Ja? Morgen. Tja, guten Morgen, Herr Langmann. Nun, Sie fangen doch erst morgen bei uns an. Ja, ich wollte da schon mal die Papiere vorbeibringen. Ah ja, dann schön. Wollen Sie was trinken? Ich möchte Sie wirklich nicht stören. Sie stören mich, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh, wenn mich jemand von diesem sturen Eintippen der Baumbestandslisten abhält. Nehmen Sie doch Platz. Und gegen einen kleinen Begrüßungsschluck kann hier nun wirklich niemand... Mmh, das schmeckt aber sehr gut. Vielleicht noch einen Schuss Essig ran, hm? Nein? Also, Hertha, zu viel Essig ist auch nicht gut. Na ja, Gott, jeder hat seinen eigenen Geschmack. In dieser Familie wirklich. Also, denkst dran morgen, Markus, ja? Wiedersehen, guten Tschüss. Appetit. Wiedersehen. Wiedersehen. Vinzenz, du, ich musste noch bei Frau Sattler vorbei, deshalb ist es so spät geworden. Und? Du verbreitest ja eine tolle Stimmung. Hauptsache, du bist gut gelaunt. Ja, das bin ich auch. Das heißt, ich war es bis jetzt. Ah, also wenn ich das geahnt hätte, dann wäre ich im Forsthaus geblieben. Da gab's Wildragout. Ich möchte dich mal sehen, wenn du jeden Tag diesen Fraß da runterschlingen müsstest. Das musst du doch nicht, Vinzenz. Du kannst doch kochen. Ganz hervorragend sogar. Ja, manchmal frage ich mich wirklich, warum wir... Warum wir was? Warum wir zusammengezogen sind? Ja, also ich habe immer geglaubt, weil wir einander mögen und gern beisammen sind, aber doch nicht, damit ich deine Haushälterin spiele. Darum und ich von früh morgens bis spät abends verpäpple und umhätsche. Den ganzen Tag bist du unterwegs. Erst was deine Familie jetzt ist, Frau Sattler. Und ich sitze hier rum und schlag die Zeit tot. Ja, siehst du? Siehst du? Jetzt kommen wir nämlich langsam auf den Punkt. Du weißt mit dir nichts anzufangen, Vinzenz. Allein? Ja, was ist denn plötzlich mit dir los? Bevor wir zusammengezogen sind, hast du doch auch alles Mögliche allein unternehmen können, oder? Na, ich hab's mir halt ganz anders vorgestellt, unser Zusammenleben. Wie denn? Meinst du, es wäre besser, wenn wir hier zusammen in der Stube sitzen und die Stunden zählen bis zum Zubettgehen? Ich dachte, du bist gern mit mir zusammen. Das bin ich doch auch. Natürlich, Vinzenz. Aber sieh mal, ein vernünftiges Zusammenleben ist doch nur möglich, wenn jeder auch seinen eigenen Bereich hat und seine eigenen Interessen. Und wenn jeder für sich und in sich ausgeglichen ist. Dann ist es, finde ich, umso schöner, wenn man wieder mal was zusammen unternimmt oder wenn einer dem anderen erzählen kann, was er alles erlebt hat. Hm? Man muss ja nicht dauernd zusammenglucken. Du hast ja recht. Vielleicht bin ich auch nur eifersüchtig. Oh, eifersüchtig auf Frau Sattler? Na komm. Nein, Vinzenz, was dir fehlt, ist eine Aufgabe. So. Jetzt. So.
was ich vorhin sagen wollte. Ich habe mir überlegt, ob nicht mein Vinzenz sich ein bisschen um Ihren Fischweiher kümmern könnte. Glauben Sie denn, dass er das will? Oh, mit der nötigen Überzeugungskraft. So, jetzt aber an die frische Luft mit euch. Bis später. Schön. Aber über den Fischweiher reden wir noch mal. Ja, ja. Ich weiß auch schon, wie ich es ihm beibringe. Eine Rentnertätigkeit erwartet Sie bestimmt nicht, Herr Langmann. Als Waldarbeiter müssen Sie schon ganz schön hinlangen. So schwer kann die Arbeit gar nicht sein, dass ich es nicht gern machen will. Nach 2 Jahren Arbeitslosigkeit kann ich Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mich genommen haben. Das ist ein kapitaler Bursche. So, und jetzt stelle ich Sie Ihren Kollegen vor. Die bauen da oben gerade einen neuen Hochsitz auf. Die nicht aufregend ist. Du willst mich überhaupt nicht verstehen. Doch, ich verstehe dich sehr gut. Jetzt kommt dann bestimmt noch der Satz, dass ihr nur gute Freunde geblieben seid, dass nichts mehr ist zwischen euch. Ja, genau. Genau so ist es. Das Ganze war ein Abenteuer, mehr nicht. Ein Abenteuer, mehr nicht. Ja, ein Abenteuer. Ja, auf jeden Fall nicht die große Liebe. Es ist gar nicht so laut zu werden. Ich verstehe dich sehr gut. Mein Gott, ich war halt fasziniert von der Umgebung, in der er gelebt hat und wie er aufgetreten ist. Aber ich habe mich damals von ihm getrennt. Und heute habe ich ihm gesagt, dass es keinen Weg mehr zurück gibt. Martin, das war wirklich längst vorbei, als ich dich kennengelernt habe. Nur, dass er eben jetzt wieder aufgetaucht ist. Zufällig. Ja, zufällig. Jedenfalls, ich habe ihm klargemacht, dass ich mich für dich entschieden habe. Für die Kinder. Für Falkenau. Jutta, glaubst du wirklich, dass du hier glücklich sein wirst? Martin, ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Ich habe gesagt, dass ich mich für dich entschieden habe. Ja, ja, schon gut, nur ich habe dich beobachtet, Jutta. Ich habe mich auch sehr oft gefragt, ob wir wirklich zusammenpassen. Aber dann jetzt dein Verhalten, als dieser alte Freund hier aufgetaucht ist. Erst Kenia und dann hier ein eher geruhsames und bürgerliches Försterleben. Martin, ich habe doch zugegeben, dass ich mich falsch verhalten habe. Du, so würde ich das nicht nennen. Ich glaube, und das glaube ich wirklich, also vom Verstand her möchtest du vielleicht hierbleiben, aber gefühlsmäßig, also vom Gefühl her, bist du näher bei ihm und in seiner Welt. Nein, Martin.
Wir beide. Wir gehören doch zusammen. Ach, Jutta, du hast mir doch erst gestern gesagt, dass dir hier die Decke auf den Kopf fällt. Sag mir doch nicht, dass du das erste Mal das Gefühl hattest. Und ich hab das verdammte Gefühl, dass ich ein Klotz an deinem Bein bin. Entschuldige. Heißt es, dass du mich... Dass ich dir nicht im Weg sein will. Martin. Dass ich will, dass du glücklich wirst, Jutta. Ich kann jetzt eine kleine Pause vertragen. Du etwa nicht? Ja, ja. Also komm. Dem Häuschen. Das sind auch Klappstühle. Ja. Ja, ja. Komm, gib mal. Hier, ein Kasten Bier müsste auch drin sein. Sowas entgeht mir nicht. Ist das denn nur nicht herrlich hier? Sehr schön. Was siehst du? Traumhaft ist es hier. Ach, da ist er ja. Jetzt. Da ist ein Lastwagen. Was der wohl hier will? Der hat sich sicher verfahren. Na, aber du, der hält ja hier. Ja, da. Ja, Vincent? Hast du den Wagen bestellt? Ich? Bin ich hier richtig? Ich habe eine Palette Dachziegel. Ja, ja, die können Sie da abladen. Hertha! Ach, mein Gott, Vinzenz. Nun schau dir doch mal das Dach an. Ich habe gedacht, die paar Dachziegel, das machst du doch mit links. Du schaffst es doch immer wieder. Guten Abend. Hallo. Das ist ein kapitaler Bursche. So, und jetzt stelle ich Sie Ihren Kollegen vor.
Die bauen da oben gerade einen neuen Hochsitz auf. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte gern diesen Dachziegel. Einen? Was? Nein, natürlich mehrere. Nur ebenso wie diesen hier. Tja, kein Problem. Nicht? Das ist ein Falzziegel. Mhm. Wie viel brauchen Sie denn davon? Ja, also das Dach hätte schätzungsweise so 3 mal 5, also 15 bis 20 Quadratmeter, würde ich sagen. Ja, wann brauchen Sie denn die Ziegel? Also am liebsten wäre es mir ja heute schon. Was, heute noch? Ja, wissen Sie, es soll nämlich eine Art Überraschung werden. Eine Überraschung? Mit Falzziegel. Na gut, wenn es eine Überraschung sein soll, wohin soll man denn liefern? Ja, also wenn Sie beim Forsthaus, das kennen Sie, nicht? Wenn Sie da vorbei am Waldweg, na, kennen Sie den Fischweiher von der Frau Sattler? Ach, ist das der draußen beim sagen Sie mal's. Frauenholz. Ja, das wissen Sie bestimmt, okay. Ja. Okay, sagen wir mal 18 Uhr. 18 Uhr, ja, ist mir recht. Man kann ihn ja auch drauf verlassen. Natürlich, Sie können sich drauf verlassen. Gut. So, mein Lieber, jetzt wirst du dich nicht über Langeweile zu beklagen haben. Bitte? Bitte? Nein, ich hab nicht. Und? Ja, das bin ich auch. Das heißt, ich war es bis jetzt. Ah, also wenn ich das geahnt hätte, dann wäre ich im Forsthaus geblieben. Da gab's Wildragout. Ich möchte dich mal sehen, wenn du jeden Tag diesen Fraß da runterschlingen müsstest. Das musst du doch nicht, Vinzenz. Du kannst doch kochen. Ganz hervorragend sogar. Ja, manchmal frage ich mich wirklich, warum wir... Warum wir was? Warum wir zusammengezogen sind? Ja, also ich habe immer geglaubt, weil wir einander mögen und gern beisammen sind, aber doch nicht, damit ich deine Haushälterin spiele. Darum und ich geht's von früh morgens bis spät abends verpäpple und umhätsche. Den ganzen Tag bist du unterwegs. Erst was deine Familie jetzt ist, Frau Sattler. Und ich sitze hier rum und schlag die Zeit tot. Ja, siehst du? Siehst du? Jetzt kommen wir nämlich langsam auf den Punkt. Du weißt mit dir nichts anzufangen, Vinzenz. Allein? Ja, was ist denn plötzlich mit dir los? Bevor wir zusammengezogen sind, hast du doch auch alles Mögliche allein unternehmen können, oder? Na, ich hab's mir halt ganz anders vorgestellt, unser Zusammenleben. Wie denn? Meinst du, es wäre besser, wenn wir hier zusammen in der Stube sitzen und die Stunden zählen bis zum Zubettgehen? Ich dachte, du bist gern mit mir zusammen. Das bin ich doch auch. Natürlich, Vinzenz. Aber sieh mal, ein vernünftiges Zusammenleben ist doch nur möglich, wenn jeder auch seinen eigenen Bereich hat und seine eigenen Interessen. Und wenn jeder für sich und in sich ausgeglichen ist. Dann ist es, finde ich, umso schöner, wenn man wieder mal was zusammen unternimmt oder wenn einer dem anderen erzählen kann, was er alles erlebt hat. Hm? Man muss ja nicht dauernd zusammenglucken. Du hast ja recht. Vielleicht bin ich auch nur eifersüchtig. Oh, eifersüchtig auf Frau Sattler? Na komm. Nein, Vinzenz, was dir fehlt, ist eine Aufgabe, die dich ausfüllt. Meine Güte, du warst so zuversichtlich. Ich hab noch deine Worte im Ohr. Es wäre doch gelacht, wenn wir beide nicht ein neues Kapitel aufschlagen könnten. Ja, es war die Theorie. Aber die Praxis sieht halt ganz anders aus. Über 40 Jahre war ich jeden Tag im Wald. Und jetzt soll ich hier rumsitzen und Briefmarken sammeln oder Bierdeckel. Na also, weißt du, da wird sich ja wohl auch noch was anderes finden lassen, meinst du nicht? Ich mach dir jetzt erstmal was Ordentliches zu essen. Bei deiner derzeitigen Ernährungslage kann man ja keinen positiven Gedanken fassen. Ich hab's keine Sekunde bereut, dass ich damals von dir weg bin. Im Gegenteil. Aber jetzt ist alles anders.
habe mir in Kenia eine schöne Existenz aufgebaut. Heute hier und morgen da, sowas gibt's nicht mehr. Glaubst du wirklich, du kannst einfach hier so aufkreuzen und sagen, jetzt ist alles anders und dann ist alles vergessen, was war? Du sollst nicht vergessen, du sollst mir verzeihen. Dass ich damals gesagt habe, ich sei nicht verheiratet, war natürlich eine Riesendummheit. Aber inzwischen bin ich geschieden. Damals war eben damals und heute ist heute. Aber wir könnten doch nochmal von vorn anfangen. Das Leben hier, das ist doch nichts für dich. Willst du Försterin werden? Ich bitte dich, vergiss alles, was war und komm mit mir. Lutz, so einfach geht das doch nicht. Hab lang genug gebraucht, bis ich drüber weggekommen bin. Ich habe mich hier eingewöhnt. Fühl mich wohl hier. Ich habe hier Verantwortung. Ich bin glücklich hier. Und das lasse ich mir von dir nicht kaputt machen. Marvin. Marvin. Ja, Herr Rombach. Chef. Grüß Sie, Herr Rombach. Ja. Salet, dass du noch vorbeischauen. Ja, ja. Trinken Sie was mit? Bier, Schnaps? Nein, nur ein Bier, bitte. Wird der Bier für unseren Chef? Ich bin sicher, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden. Und wenn es irgendwann einmal irgendwelche Probleme geben sollte. Ich bin immer für meine Leute da. Zum Wohl. Danke sehr. Prost, Benno. Ja, ja. Prost. Herzlich willkommen. Prost, Benno. Prost. Das ist ein kapitaler Bursche. So, und jetzt stelle ich Sie Ihren Kollegen vor. Die bauen da oben gerade einen neuen Hochsitz auf. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte gern diesen Dachziegel. Einen? Was? Nein, natürlich mehrere. Nur ebenso wie diesen hier. Tja, kein Problem. Nicht? Das ist ein Falzziegel. Mhm. Wie viel brauchen Sie denn davon? Ja, also das Dach hätte schätzungsweise so 3 mal 5. Also 15 bis 20 Quadratmeter, würde ich sagen. Ja, wann brauchen Sie denn die Ziegel?
also am liebsten wär's mir ja heute schon. Was, heute noch? Ja, wissen Sie, es soll nämlich eine Art Überraschung werden. Eine Überraschung? Mit Fallsziegen. Na gut, wenn es eine Überraschung sein soll, wohin soll man denn liefern? Ja, also wenn Sie beim Forsthaus, das kennen Sie, nicht? Wenn Sie da vorbei am Waldweg. Na, kennen Sie den Fischweiher von der Frau Sattler? Ach, ist das der draußen beim. Sagen Sie mal. Frauenholz. Ja, das wissen Sie bestimmt. Okay, ja. Sagen wir mal 18 Uhr. 18. Also an dieses Reragu gewöhne ich mich einfach nie. In einem Forsthaushalt gibt's noch mal Bild. Also dafür, dass du es nicht magst, kochst du es ausgezeichnet, vielleicht noch einen Spritzer Essig. Sehr wohl, Herr Chefkoch. Sag mal, wer hat eigentlich vorhin angerufen? Keine Ahnung. Was heißt denn keine Ahnung? Es war keiner dran. Naja, vielleicht falsch verbunden. Wenn es das erste Mal wäre, aber langsam wird mir das zu blöd. Nicht andauernd das Totenstill am anderen Ende, wenn ich abhebe. Kinder, Essen kommen! Riecht das super! Den Geschmack hast du jedenfalls von deinem Papa geerbt. Sag bloß, du magst kein Wildragout. Essen geht ja noch. Aber wie das riecht. Wieso, das riecht doch gut. Ein bisschen stark nach Essig, aber sonst. Na, in Wildragout gehört nun mal Essig, mein Sohn. So. Danke. Andrea, legst du bitte das Buch weg. Andrea. Ich mag nicht essen, ich habe keinen Hunger. Andrea. Ja, ich weiß schon, was du sagen willst. Aber wenn ich nun mal keinen Bissen runterkriege, ich muss noch Mathe pausen. Gute Nacht. Gute Nacht. So, Rieger, Martin? Ja. Abiturientinnen neigen nun mal überproportional an einer nervösen Magenbeschwerde. Die Zeit, dass sie das Abi macht, ist ja nicht mit anzusehen, wie die sich quält. Jetzt hat sie es ja bald überstanden. Ja, Jutta, komm. Danke, das reicht. So. Danke. Also, guten Appetit. Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Grüß euch alle. Hallo, Herr Pfarrer. Hallo, Herr Pfarrer. Tag, Schätzchen. Oh, ich komme aber ungelegen, was? Na, ich störe euch nicht lange. Ich wollte nur rasch Andrea sprechen. Aber du störst doch nicht. Komm, setz dich. Ist was mit uns? Ja, also setzen ja, aber essen, danke. Ich bin sehr eilig. Ich muss nachher noch bei Frau Sattler vorbeischauen und möchte auch nicht zu spät nach Hause kommen. Wo ist sie denn, die Andrea? Auf ihrem Zimmer. Sie soll doch bitte morgen bei der Frau Sattler vorbeischauen und ein bisschen mit ihr spazieren gehen, das Bett aufschütteln und so. Also ich weiß nicht, ob Andrea das auch noch schafft. Soll ich das dann machen? Ja, möchtest du das? Ja, möchten. Aber ich mach's halt für dich. Das ist... Sehen Sie mal da. Das ist ein kapitaner Bursche. So. Und jetzt stelle ich Sie Ihren Kollegen vor. Die bauen da oben gerade einen neuen Hochsitz auf. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte gern diesen Dachziegel. Einen? Was? Nein, natürlich mehrere. Nur ebenso wie diesen hier. Ja, kein Problem. Nicht. Das ist ein Falzziegel. Mhm. Wie viel brauchen Sie denn davon? Ja, also das Dach hätte schätzungsweise so 3 mal 5, also 15 bis 20 Quadratmeter, würde ich sagen. Ja, wann brauchen Sie denn die Ziegel? Also am liebsten wäre es mir ja heute schon. Was, heute noch? Ja, wissen Sie, es soll nämlich eine Art Überraschung werden. Eine Überraschung? Mit Falzziegel?
Na gut, wenn es eine Überraschung sein soll, wohin soll man denn liefern? Ja, also wenn Sie beim Forsthaus, das kennen Sie, nicht? Wenn Sie da vorbei am Waldweg. Na, kennen Sie den Fischweiher von der Frau Sattler? Ach, ist das der draußen beim. Sagen Sie mal. Frauenholz. Ja, das wissen Sie bestimmt. Okay, ja. Sagen wir mal 18 Uhr. 18 Uhr, ja, ist mir recht. Man kann ihn ja auch drauf verlassen. Natürlich, Sie können sich drauf verlassen. Gut. So, mein Lieber, jetzt wirst du dich nicht über Langeweile zu beklagen haben. Bitte? Bitte? Nein, ich habe nicht Sie gemeint. So. Also dann 18 Uhr, ja? Ja. Grüß Gott. Wiedersehen. Herrschaftszeiten. Was für ein Idiot hat denn die Radmutter so angezogen? Oskar Kraftkoller, du musst der Knödel essen. Oder das nächste Mal besser aufpassen, dass du dann jeden Nagel triffst, der da in der Gegend rumliegt. Lustig, lustig. Ach, hier, wie habt ihr denn das angefangen? Ich weiß auch nicht. So. Ich wollte euch gern euren neuen Kollegen vorstellen. Ernst Langmann, der fängt morgen bei uns an. Grüß dich, ich bin der Breitkreuz. Lederer, servus. Ach, scheiß Gelumpfe. Herr Koller, was ist denn mit Ihnen los? Der ist sauer, weil er die Rampen. Nun, Sie fangen doch erst morgen bei uns an. Ja, ich wollte da schon mal die Papiere vorbeibringen. Ah ja, dann schön. Wollen Sie was trinken? Ich möchte Sie wirklich nicht stören. Ja, Sie stören mich, ganz im Gegenteil. Ich bin sehr froh, wenn mich jemand von diesem sturen Eintippen der Baumbestandslisten abhält. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Und gegen einen kleinen Begrüßungsschluck kann hier nun wirklich niemand etwas haben. So. Auf gute Zusammenarbeit. Prost. Danke. Wissen Sie was, ich nehme Sie jetzt einfach als Wink des Schicksals. Als Wink des Schicksals? Ja. Wir gehen zusammen in den Wald und ich stelle Sie Ihren Kollegen vor. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, um von diesem Gerät hier wegzukommen. Da bin ich wirklich für jede Ablenkung dankbar. Und die Eike auch. Eike, komm, komm. Ja, komm. Erika, was machst du denn da? Mein Frist ist da oben. Kannst du mir bitte runterholen? Rika, pass doch ein bisschen auf. Wie oft soll ich denn noch da hoch? Oh, bitte, Papi. Na ja, schön, komm. Ihn habe ich vorhin schon gefragt. Aber er hat Angst. Nein, aber ich habe keinen Tritt gefunden, um darauf zu steigen. Eben, ein Waldarbeiter, der sich nicht traut, auf einen Baum zu klettern. Zeit für uns. Ach Jutta, das ist der Langmann, unser neuer Waldarbeiter. Frau Marquardt, ich will Ihnen seinen Kollegen vorstellen. Und du solltest jetzt nicht eigentlich deine Baumbestandslisten in den Computer eintippen? Eigentlich schon. Unser lieber Herr Förster drückt sich nämlich, wo er kann, von seiner Büroarbeit. Aber das muss er selber wissen. Kommen Sie nochmal. Marquardt? Lutz? Sag mal, hast du hier in der letzten Zeit ein paar Mal angerufen und dich nicht gemeldet? Ach, komm, ist doch kindisch. Was soll der Mann? Thank you.
Sehen Sie mal da. Das ist ein kapitaler Bursche. So. Und jetzt stelle ich Sie Ihren Kollegen vor. Die bauen da oben gerade einen neuen Hochsitz auf. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich hätte gern diesen Dachziegel. Einen? Was? Nein, natürlich mehrere. Nur ebenso wie diesen hier. Tja, kein Problem. Nicht. Das ist ein Falzziegel. Mhm. Wie viel brauchen Sie denn davon? Ja, also das Dach hätte schätzungsweise so 3 mal 5, also 15 bis 20 Quadratmeter, würde ich sagen. Ja, wann brauchen Sie denn die Ziegel? Also am liebsten wäre es mir ja heute schon. Was, heute noch? Ja, wissen Sie, es soll nämlich eine Art Überraschung werden. Eine Überraschung? Mhm. Mit Falzziegel. Na gut, wenn es eine Überraschung sein soll, wohin soll man denn liefern? Ja, also wenn Sie beim Forsthaus, das kennen Sie, nicht? Wenn Sie da vorbei am Waldweg, na, kennen Sie den Fischweiher von der Frau Sattler? Ach, ist das der draußen beim sagen Sie mal's. Frauenholz. Ja, das wissen Sie bestimmt, okay. Ja. Okay, sagen wir mal 18 Uhr. 18 Uhr, ja, ist mir recht. Man kann ihn ja auch drauf verlassen. Natürlich, Sie können sich drauf verlassen. Gut. So, mein Lieber, jetzt wirst du dich nicht über Langeweile zu beklagen haben. Bitte? Bitte? Nein, ich habe nicht Sie gemeint. So. Also dann 18 Uhr, ja? Ja. Grüß Gott. Wiedersehen.